Er war der meistgesuchte Mafiaboss Italiens und gilt als oberste Pate der sizilianischen Cosa Nostra. Nach 3 Jahrzehnten auf der Flucht konnten Spezialkräfte der Polizei Matteo Messina Denaro in einer Privatklinik in Palermo festnehmen. Denaro war in Abwesenheit wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er wird unter anderem beschuldigt für die tödlichen Bombenanschläge auf die Anti-Mafia-Ermittler Falcone und Borsellino im Jahr 1992 mitverantwortlich gemacht. Fangen wir nach bei Rüdiger Kronthaler in Rom. Wie kamen die Ermittler nun auf seine Spur? Ja, Messina Denaro war im Krankenhaus. Er wurde wegen einer Krebserkrankung dort behandelt. Heute Morgen um circa 9:30 Uhr ist dann die Sondereinheit der Carabinieri, Ross heißen die, sind dann ins Krankenhaus, haben nach ihm gesucht. Er hat das wohl mitbekommen. Er hat sich dann im Krankenhaus in der Bar versteckt, aber doch relativ schnell hat man ihn dann gefunden. Und er hat sich auch zu erkennen gegeben. Man hatte ja keine klare Erkenntnisse, wie er denn aussieht. Es gab ein Fahndungsfoto des FBI und man hat ihn dann angesprochen und er hat also dann gesagt, ja, er ist Matteo Messina Denaro, also der einer der meistgesuchten Mafiosi der Welt. Daraufhin wurde er abgeführt und soll nun auf dem Weg in ein Sondergefängnis sein. Interessantes Detail ist, als die Polizei mit ihm das Gebäude verlassen hat, da gab es Passanten, die das gesehen haben, die das mitbekommen haben. Und die haben applaudiert, die sind zu den Polizisten gegangen, sie haben die Polizisten abgeklatscht, also nicht unmittelbar die Denaro abgeführt haben, aber andere Sicherheitskräfte. Und das ist ein interessantes Zeichen, weil die Mafia ja nur so stark letztendlich dann sein kann, wie stark das Umfeld ist, das sie deckt. Aber das ist heute ein großer historischer Tag bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität in Italien und auch in Europa. Schauen wir noch mal auf die Mafia. Innerhalb dieser Mafia, welche Rolle spielte Denaro da? Ja, er war ein Kopf, nicht der einzige Kopf, aber einer der Hauptköpfe. Und das sein großes Potenzial war sein großes Wissen. Denn er wird seit 30 Jahren gesucht. Er gehört zur Generation Totorina, Provenzano. Das sind die Namen Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, da als es einen Krieg gab zwischen der Mafia und dem italienischen Staat. Und er gehört zu dieser Generation, der aber nie gefunden werden konnte. Er ist ein Mitentscheider der Anschläge auf Giovanni Falcone, den Richter und Staatsanwalt, der massiv gegen die Mafia eben vorgegangen war in den 90er Jahren. Er hat dieses Attentat mitentschieden und ja, ihm war es gelungen, danach die Mafia weiter zu steuern. Er hat die Strategie geändert. Er hat mehr auf sozusagen Koexistenz gesetzt als auf Konfrontation mit dem Staat. Und dadurch war es ihm gelungen, tatsächlich auch lange unentdeckt zu bleiben. Er wird verantwortlich gemacht für mindestens 50 Morde, die er entweder persönlich begangen hat. Er soll schon als Jugendlicher angefangen haben, sich als Killer zu profilieren. Aber er hat auch viele Morde in Auftrag gegeben. Und ja, so war er einer der großen Persönlichkeiten, wenn man so will, also natürlich im negativen Sinne, der Mafia, der auch sehr viel weiß über die Strukturen, über die Verbindungen. Und ja, nun wurde er gefasst und es ist nicht davon auszugehen, dass er darüber erzählen wird, aber er gehört noch zu dieser alten Generation, der aber auch die Cosa Nostra sozusagen in die Moderne geführt hat. Nun also heute die Festnahme, Sie haben es vorhin schon angesprochen, es gab Applaus nach der Festnahme. Welche weiteren Reaktionen gibt es heute in Italien? Ja, in Italien von allen politischen Richtungen gibt es natürlich große sozusagen Gratulationen den Polizeikräften, die das geschafft haben, ihn zu finden. Giorgia Meloni ist spontan nach Sizilien geflogen, hat zunächst mal symbolisch sozusagen den Gedenkort, an dem Falcone ermordet wurde, auf der Autobahn bei Palermo, diesen Ort besucht und danach ein kurzes Statement abgegeben, hat sich bedankt bei der Polizei.
hat auch gesagt, dass die politischen Kräfte bei der Bekämpfung der Mafia zusammenstehen müssen. Und sie hat auch gesagt, dass man natürlich das Umfeld dagegen etwas tun muss. Also sprich, der Staat muss den Jugendlichen eine sinnvolle Alternative bieten, eine Perspektive bieten, damit nicht die Mafia als sozusagen als Angebot weiter attraktiv bleibt. Denn das ist das große Problem in Sizilien, Neapel, in Süditalien, dass die Mafia, dass es dort ein ambivalentes Verhältnis zur Mafia gibt, denn die Mafia auch immer wieder etwas anbietet, was der Staat sonst nicht anbieten kann, sprich Arbeitsplätze, sicherer Arbeitsplatz, Sicherheit und diese Dinge. Und das hatte sie auch angesprochen. Heute um 17 Uhr ist dann noch eine große Pressekonferenz anberaumt, in dem auch dann erklärt werden soll, wie jetzt genau das heute passiert ist, wie das gelingen konnte und welche politischen Bedeutungen das hat. Danke für diese Einordnung. Rüdiger Kronthaler nach Rom.